Ich bin Tina, 30 Jahre und ich liebe Hochzeiten. Seitdem ich ein kleines Mädchen war, wusste ich, dass ich selbst irgendwann mal heiraten möchte. Und 2012 hatte ich dann das große Glück, Manu kennenzulernen, der mich dann 2016 zur glücklichsten Frau der Welt gemacht hat, als er mich vor den Altar geführt hat. Wobei Altar hier nicht das richtige Wort ist, denn auch wir haben uns damals für eine freie Trauung entschieden und haben dabei festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, einen Redner oder eine Rednerin zu finden, die zu uns passt. Da ich schon immer gern geschrieben habe und da mich das Thema Hochzeiten sowieso nicht mehr losließ, habe ich damals kurzerhand beschlossen, ich werde Traurednerin. Noch im selben Jahr habe ich also meine ersten Reden geschrieben, die ersten Reden gehalten und ich wollte einfach gar nicht mehr damit aufhören, weil es einfach so großen Spaß macht. An diesem besonderen Tag steht das Brautpaar und deren Geschichte. Und meine Aufgabe ist es, genau diese Geschichte so persönlich, so authentisch und so gefühlvoll wie möglich den Gästen näher zu bringen. Liebe ist das Schönste, was diese Welt wohl zu bieten hat. Und neben dem Mama-Sein sind Hochzeiten einfach meine allergrößte Leidenschaft. Jede Hochzeit, jedes Paar, jede Geschichte ist einmalig. Und jedes Mal, wenn ich ein Teil von diesem einmaligen Tag sein darf, bin ich unfassbar glücklich und einfach nur dankbar.